schön. Hatte selbst nie so eins gehabt. Steckenpferd zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft, galoppiert durch Gegnerreihen, einfach umwerfend. So, und da durchbricht schwere Struktur mit Leichtigkeit, genau wie die gegnerische Abwehr. Jo. Jetzt geht's aber los hier. Wenn die Hino ihr Essen nicht kriegt, ich glaube, das Steckenpferd ist am Anfang noch nicht so ganz fertig. Vergiss nicht, Zähne in Waffenmenü auszugeben. Das ist mir schon klar. Ich will trotzdem gerne nochmal zurück. Okay. Aber hier kommen wir noch zurück. Wo will ich den jetzt lang? Da geht's weiter. Also will ich erstmal hier lang. Na, da hörst du schon die Schweineschnauze. Mit dem Schatten sieht schon geil aus, muss ich gestehen. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Tja, so ist das doch. Ist doch immer so ein bei Wettstreiten. Eingefrorene Sonne, die gruselig aussieht. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Tja, haben sie Ente auch was aus der Seite rausgerissen. Geht's hier unten weiter? Sieht so aus. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Hallo. Diese Steuerung. Warum komme ich da nicht zurück? Hallo.
Das ist gemein. Ich möchte wieder zurück. Danke. So, jetzt habe ich wenigstens. Ich habe hier doch irgendwo eine Schweineschnauze gehört. Hier geht es zu Inos Schnäuzchen. Ich hab's gewusst. Eihund's gewusst. So, na gut, müssen wir sowieso. Warte mal, nee, müssen wir gar nicht. Geht's da wieder raus? Nee, hier gibt's noch was Besonderes. So, jetzt will ich mal gucken. 500 ist natürlich für den ersten Upgrade, für ein erstes Upgrade nicht wenig. Hätte ich vielleicht die Pfeffer mal auf Stufe 2 lassen sollen. Kurz bevor wir ihn besuchen. Jetzt muss ich wieder rutschen. Lass mich raten, das Rote macht Aua. Langsam jetzt, langsam, ganz ruhig. Ganz ruhig. So rutscht die Hino im Kindergarten übrigens auch nicht, die rutschen runter. Ich habe keine Ahnung, wo man den meisten Money kriegt. Also das meiste, die meisten Zähnchen. Ich würde gerne wieder zurück am Anfang. Da war noch so ein Steckenpferd-Symbol. Das habe ich aber noch nicht. Komme ich hier zurück? Soll ich hier zurück? Will ich hier zurück? Mich gern loben, aber du bist oben, um mich nicht zu treffen. So, lass mal deine Minion zu treffen. Ich glaube. War das mies. Oh, du dreckige Sause. Na komm, werf. Komm, jetzt. Ah, ich hab einen Regenschirm, du nicht. Knapp. Da ist einer von den Modularräumen. Die Frage ist,
will ich damit so wenig Leben rein? Ja, der Bildschirm sieht schon angeschlagen aus. Wir finden aber sonst nichts. Na gut. Warte mal. Hier ist noch eine goldene Flasche. Ist das so vom Spiel oder liegt es daran, dass ich so wenig Energie habe? Erlös, ich kenne doch deine ausgeprägte Rätselleidenschaft. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Am Tage stopft man ihnen das Maul, nachts stehen sie vom Bett und gähnen faul. Am Tag der Alice-Statue, die ist schon ein bisschen sad. So, da sind wir auch wieder. Das war nur ein kurzer Cut von meiner Seite aus. Da ist der Suppenknöterich. Wie gesagt, abends einfach dranbleiben, dann passt das schon. Geht's hoch. Da kam ich oder möchte ich da hin? Ich glaube, ich möchte erst hier lang. Hoffentlich seid ihr noch da. Ich hätte gerne ein bisschen Energie, aber keine Angst, ich habe da hinten schon so ein kleines Blümlein gesehen. Von daher. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi, ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Modellbau ist ja schön und gut, aber eine richtige Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Ach, komm. Modellbau? Ja gut, ich bin jetzt... Ich habe ja mal eine Zeit lang Modellbau betrieben. Ich habe mir mal einen schönen Panzer und so einen Kram geholt. Komm da raus, du Lümmel! So, müssen wir hier lang? Okay, hier können wir lang. Da aber auch. Dauert jetzt natürlich drei Tage. Aber das ist mir eigentlich wert. Jo, wir könnten überall lang. Vielleicht gibt es da nur eine Belohnung und dann muss ich am Ende doch da lang. Bin mir nicht ganz sicher. Zum Suppenknöterich. Okay. Dann will ich doch mal da hinten lang. Wie gesagt, ich möchte gerne alles mitnehmen, so viel es geht. Ich mag das halt. Hm, ist so. Nein, nein, was soll das? Aha. Wow.
Kaputt wohnt es. Ihr seht auch da diese da gruselt's mich ja schon vor. Nein, nein, ich will da nicht rein. Oh, diesem komischen Fishbone-Skelett. Nee, 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 besser nicht. Okay, okay, okay. Alles klar. Hier gibt's noch einen kleinen. Hallo. Ist mein Steckenpferd dafür zu lasch? Oh, ist das mies. Ist das mies? Ist das gemein? Ja, das ist stark gemein. Warum komme ich denn da nicht rein? Ach, dann muss ich das Steckenpferd upgraden. Und ich habe keine Zähne dafür. Alter, diese Augen. Diese creepy Augen, ey. Boah, nee. Bevor die starren dich nachts an. Da kriegst du. Das geht aber ab. Das kannst du aber glauben. Oh, die gehen ja unter. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nur nicht für uns. Also komm rauf. Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nicht für uns. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Schon ein Schiff. Okay, alles klar. Gut, super. Geheimpfade können durch zerstörte Behältnisse verbreitet. Auch wieder so ein cooles Minispiel. Blub, blub, blubbidi blub. Meide Wrackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Mit der linken Maustaste. Ja, ja, komm, kennen wir. Okay, wir dürfen keinen Damage nehmen. Wir haben 10 Leben. Wir können Minen legen und natürlich feuern. Nehmen wir natürlich so viele Wrackhaie mit, wie es geht. Das ist ja gut. Schluck das hier in die Lunge. Essen wir noch schön mit oben. Feuern.
ja gerade. Ich glaube, das ist kein Problem. Hallo, ich will noch mehr, ohne getroffen zu werden. Boah. Das geht. Autsch. Das war aber geskriptet. So, jetzt muss ich aber nochmal Pipi machen. So, ein neues Level. Können wir hier Pause drücken? Ja, können wir. Super. Nochmal kurz Pipi machen. Und dann geht's weiter. So. Bin ich wieder? Alles klar. Och, heul nicht rum. Mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack. Dankeschön. Genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn, Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Alles klar. Ist auch. Ist ja cool. Ist schön. Doch, ist schön hier. Auch das Outfit, auch wenn es ein bisschen
Ja, die Schleife ist ganz nett. Das mit dem Schwänzchen hätte nicht sein gemusst, aber... Kannst sagen, was du willst. Ist schön. Gefällt mir. Auch wieder ein schönes Alice-Outfit. So, jetzt will ich hier nochmal hin. Oh, die hat diesmal keine Stiefelchen an. Gut, ist ja auch unter Wasser, ne? Hallo, ich würde mir das Outfit gerne ein bisschen aus der Nähe ansehen. Ist schön. Das macht jetzt so ein bisschen beim... unterm Röckchenlinsen aufpassen. Er hat nämlich jetzt keine Leggings an. Wir wollen ja nicht enden wie die Perversen. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Es geht, sie haben so unten abgeschnitten. Also sie haben nicht so viel programmiert. Sieht man nichts. Super. Vielleicht liegt es auch am Licht. Ist egal. Haben sie gut gemacht. Also für die Spanner unter euch. Das war ein Tritt in die Nüsse. Ist halt auch die Frage, ne, ob man den Damen unter den Rocklinsen möchte, wenn die... Naja, wenn man mal die Dingsbums betrachtet. Wie heißt's? Ist mir der Name entfallen. Armes Schiff. Wenn man Dingsbums anguckt, was die... Was für eine Zeit das ist, würde ich sagen... Ja, die Quallen machen Aua. Würde ich sagen... Das mit der sexy Reizwäsche ist ja... Ich hab dich gehört, Schweinchen. Komm raus da! Wo ist denn jetzt eine Schnauze? Wo will ich denn überhaupt hin? Will ich hier lang? Soll ich hier lang? Nee. Ich kann hier lang, aber ich soll nicht. Super! Ich glaube, ich sollte mir diese ganzen Streams mal runterladen, auch den letzten. Dann kann ich aus Alice auch wieder ein schönes Let's Play zusammenschnibbeln. Ich glaube, das sollte ich mal wirklich machen. Achso, ja. Kisten gehen nur mit der dicken Wumme kaputt. Ist aber auch schön hier. Auch Alice, du und dein Husten. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Übrigens, wie lange sind wir denn schon am Stream? Oh, vier Stunden, das geht noch. Nee, ich will da unten lang. Ja, hier musst du aufpassen, die macht. Die geht zu. Dass das nicht weh tut. Können wir aber nicht. Oh, ist das mies. Okay, wie komme ich denn jetzt zurück? Hier lang. Ich dachte, ich würde noch von dem Luftstößchen vom Röckchen erfasst, aber nein. Ja, hier ist doch noch. Super, doch gut gelaufen, dass ich hier lang gegangen bin. Im Vergleich zu den zwei
Zähnchen, ja, den einen habe ich ja doch noch mitbekommen. Super. Da ist Atlantis. Ich würde auch sagen, wir machen hier einen Schnitt, also kein Schnitt, sondern einen Cut. Was mit Alice? In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Dinah nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? Entspann dich, Alice, entspann dich. So. Ich würde sagen, wir speichern. 3, 2, 1. Alice. Tell me of your wonderland.